Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Episode Nummer 89, hier ist am Start, wir sind nah dran an der 100. Das heißt, demnächst kommt mal wieder eine Legende im Video. Heute geht es um einen bestimmten Spieler und den werdet ihr natürlich gleich sehen. Aber wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung. Links in der Videobeschreibung zu Kinguin und natürlich auch zu Sennheiser für Headset-Bedarf, wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet. Und wir schauen uns einfach mal an, welcher Spieler es werden wird. Es ist ein bestimmter Spieler und da ist momentan in zwei meiner Teams vorhanden. Es ist David Luiz. Ja, der gute Innenverteidiger, der meistgehatete Spieler auf 144.000 hat er mich gekostet. Ich habe ihn relativ früh gekauft, ich glaube am Dienstag. 17. Nee, ist schon sogar schon ein bisschen länger. Ja, 5 Tage. Das heißt am Sonntag, ich weiß gar nicht genau. Oder nee, da ist er ausgegeben worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich ihn gekauft habe. Ist auch vollkommen egal. Denn, 1,89 groß, Hochmittelarbeitsraten, 84 Tempo, 90 Defending und 87 Physics. Bisher, unauffällig, sage ich mal. Aber da kann man auf jeden Fall noch was machen dran. Und um den geht es heute in dieser Episode. Wir tun dazu nochmal einen weiteren Spieler, da brauche ich gar nichts einstellen, einfach nur noch Gold suchen, auf die zweite Seite gehen und dann schauen wir mal, wen wir da noch dazu nehmen werden. Marek Hamšík finde ich ist eine gute Idee, den habe ich mir glaube ich noch gar nicht gespielt, machen wir das mal. Und dann würde ich sagen, packen wir den irgendwo hin, mal sehen, welche Formation wir spielen. Ich glaube, wir spielen auf 4-5-1 heute. 4-5-1 haben wir lange nicht gemacht, müsste gut sein übrigens. Wundert euch nicht, dass ich teilweise ein bisschen verkrampft gucke, denn irgendwie ist die Luft hier drin extrem scheiße. Ich bin auch ein bisschen erkältet immer noch. Meine Augen tun weh und ich habe auch irgendwas im Auge, aber davon lasse ich mich jetzt nicht unterkriegen. Das würde mich jetzt nicht zu doll ablenken, auch nicht, dass die Tür auf ist und dass es hier langsam arschkalt drin wird. Denn frische Luft ist wichtig und wir starten das Squad in 3, 2, 1 und go. Alles klar. Okay, wir können loslegen. Als erstes mal brauchen wir einen Link für Marek Hamšík. Auf der rechten Seite gibt es Calejón als 10er, gibt es allerdings auch Calejón. Und den würde ich ganz gerne einbauen. Ist nämlich ein sehr schneller Spieler und ein sehr guter Spieler für diese Formation, meiner Meinung nach. So, die Frage ist, auf welche Seite stellen wir den? Wir gucken erstmal jetzt nach, ob es einen Flügelspieler aus der Slowakei gibt oder was für Spieler allgemein aus der Slowakei gibt. Denn wir müssen ja irgendwie noch den guten Hamšík verlinken. Kurzka gibt es noch und er ist zentraler Mittelfeldspieler, was nicht schlecht ist. Grittel ist leider Innenverteidiger, was ein bisschen blöd ist. Dazu noch nur Wutter, Pekarik ist Rechtsverteidiger, hilft uns auch nicht weiter. Gucken wir mal nach linken Mittelfeldspielern oder rechten Mittelfeldspielern, das wäre ideal. Linker Flügel gibt es nicht, linkes Mittelfeld dann höchstwahrscheinlich auch nicht. Doch, gibt es. Letztes Jahr gab es doch, den gibt es dieses Jahr nicht mehr. Jetzt gibt es nur Ivana von Darmstadt, den würde ich ungern benutzen. Rechtes Mittelfeld gibt es Holosko. Und Isvort, also nicht so doll. Mack gibt es denn noch, aber ja, der hat sogar Forster-Skills von Paok. Da, wo letztes Jahr auch Stoch gespielt hat. Wäre vielleicht ganz interessant, aber ich glaube, da mache ich es lieber anders. Vielleicht mache ich es ja mit Kuka. Ich glaube, ich mache es mit Kuka. Als, oder Kurzka, wie auch immer der ausgesprochen wird. Als zentraler Mittelfeldspieler. Und dann nehmen wir in den Sturm irgendeinen Spieler aus der Serie A. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal 3 Ligen. Das ist schon mal gut für den Anfang. Rossi hatte ich jetzt in der Episode, die ich in Handels gespielt habe, von 1, 2, 3 Packs, wo ich aber noch einen Namen brauche, also schreibt Vorschläge unter das Video, wenn ihr das jetzt hier gerade seht. Higuain, Dybala ist eigentlich gar nicht so schlecht eventuell. Die Natale wäre auch nice, ich würde aber gerne einen mit Forster-Skills haben, um ehrlich zu sein. Und da gibt es relativ wenige. Hat Marilongo welchen? Nein, hat er nicht. Morata auch nicht. Borriello schon gar nicht. Ich weiß, Ibabo hat sie, aber ich will Ibabo sehr ungern benutzen. Das ist so ein bisschen das Problem jetzt gerade. Tevez, er spielt bei Napoli, ist auch scheiße. Ich weiß es nicht. Toron. Wir haben bisher keinen Forster-Skiller, ne? Vielleicht muss ich Ibabo nehmen, weil es einfach keinen anderen Forster-Skiller gibt in der Liga. Was irgendwie ziemlich überraschend ist, weil Torres sollte Forster-Skills haben und eventuell auch Palacio, aber es gibt halt einfach nur Ibabo. Deswegen setzt man ja erstmal auf die Kandidatenliste. Gut. Steht auch nicht fest, dass ich den nehme. Wenn ich einen Ausweg finde, werde ich auf jeden Fall einen anderen Spieler nehmen, ihr wisst es ja. Rechtes Mittelfeld brauchen wir dann im Idealfall einen Spanier, beziehungsweise brauchen wir nicht unbedingt, aber können auf jeden Fall einen benutzen. Und da nehmen wir, obwohl nehmen wir auf der anderen Seite lieber einen Spanier, ich weiß gar nicht. Rechtsfuß ist Hamšík, Linksfuß ist Calejón. Das heißt, normalerweise sollten wir eventuell einen Linksfuß nehmen, wa? Habe ich noch keinen Verein jetzt beide. Ich glaube auch Calejón ist link, Rechtsfuß. Ich guck mal eben nach, vorsichtshalber. Ich muss die Augen wirklich so zusammenkneifen, weil hier wirklich so schlechte Luft drin ist, glaube ich. Ist er Rechtsfuß oder Linksfuß? Er ist Rechtsfuß. Aber Hamšík hat den besseren Longshot. Und er schneller kann werden, 16er Pacen. Deswegen linkes Mittelfeld. Koke, Jesse, der hier gar nicht ist, aber den ich jetzt gerade zum Kopf hatte. Da will ich jetzt auch wirklich mit Forster-Skills haben. Das heißt, Jesse. Gut, linker Verteidiger. Brauche jetzt entweder einen Spanier aus der Ligue 1, das gibt es wahrscheinlich eher nicht.
Nein, oder ich brauche einen Brasilianer, also wenn ich Nolings Waste machen will. Brasilianer nicht aus der League 1, sondern aus der BBVA. Da gibt es Marcelo, das hat auch noch nicht Nolings Wasted. Weil, ja, sowieso nicht mehr, fällt mir gerade so auf. Weil der gute Kollege Schnürschuder ja schon einen Link zu viel hat. Hier, wie heißt er? Calejon. Genau, der einen Link zu viel hat mit Hamžík. Der aber, wenn wir einfach einen anderen Zehner nehmen, gibt es einen anderen spanischen Zehner noch? Oder gibt es einen anderen Spieler als Hamžík eventuell sogar noch? Das wäre jetzt natürlich blöd irgendwie, aber gibt es einen anderen spanischen Zehner dann auch? Es gibt anscheinend nur Calejon. Borja Valero gäbe es noch mit Passspiel. Aber ich glaube, dann scheiße ich einfach da mal drauf. Ja. Doch, dann scheiße ich da drauf. Dann nehmen wir als Innenverteidiger. Nee, Quatsch, machen wir. Doch, klar. Als Innenverteidiger nehmen wir Martin Skrtel. Können wir gar nicht mehr. Können wir überhaupt nicht, weil David Luiz noch da ist. Ah, ist jetzt scheiße. Die Formation war auch wieder blöd gewählt, weil man in der zwar viel verlinken kann, aber ist halt blöd trotzdem. Sirigu muss ins Tor. Ne, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Komm, wir machen das anders, oder? Wir machen das anders. Aber wie ist die Frage? Rechtes Mittelfeld Napoli. Ne, rechtes Mittelfeld, einfach nur Serie A, reicht schon. Serie A, rechtes Mittelfeld. Quadrado, Joaquin, Shaqiri, ja, der ist teuer, leider Gottes. Kandreva ist, nicht ideal. Habiabiani, hätte halt die Nation, die ich ganz gut gebrauchen könnte eigentlich, ne. Ist normalerweise ja nicht mein präferierter Spieler, wisst ihr ja, denke ich mal, alle, weil ich ja ungern mit solchen Pace-Huren spiele, aber ich glaube, jetzt würde ich es tatsächlich sogar mal machen, wenn ich ihn jetzt mal finden würde. Finde ich aber nicht, deswegen gebe ich es manuell ein. Mir ist so viel Zeit verloren gegangen dadurch jetzt, ne? Mendes könnte ich auch nicht, ich nehme Biabia nie mal. Rechtsverteidiger. Franzosen. Debuchy. Fällt mir jetzt so spontan ein. Dann, ein Innenverteidiger. Was gibt's denn für Innenverteidiger bei... Ne, Quatsch. Wir brauchen einen zentralen Mittelfeld. Gibt's einen Brasilianer? Carlos Eduardo in Form. Zum Beispiel den normalen Carlos Eduardo, der hat schlechtes Verteidigen. Nee. Dann nehmen wir dahin Johan Cabay. Nee, Matuidi ist besser. Weil der kann besser verteidigen. So, Matuidi. Dann nehmen wir noch einen Innenverteidiger aus Frankreich und aus der Ligue 1. Da gibt es eigentlich nur Perrin wieder, ne? Oder Umtiti. Aber Perrin mal wieder eine Chance geben? Ne. Mit seinen 1,80. Sogar Umtiti hat mehr Körperstärke. Deswegen nehmen wir den auch. Ja, nicht wegen Pace, nein. Okay, die drei Pace-Punkte sind jetzt auch nicht so wichtig. Machen wir noch einen Torwart. Boah. Habt ihr gesehen, wie ich mich erschrocken habe? Ekelhaft, egal. Liegt irgendein Torwart, brauchen wir noch irgendeinen Agassa. Kossi Agassa, der ist groß. Nein, wir nehmen Steklenburg, weil der Niederländer ist. Noch eine Nation mehr und der ist ein bisschen besser als Agassa. Eigentlich nicht, aber er gefällt mir irgendwie besser. Von den Werten her. Und er ist 1,97 groß. Nehmen wir das als Argument. Ich glaube, das wurde auch schon mal, aber der ist 1,82. Na, wir bleiben bei Steklenburg. Ich baue das mal eben fertig. Ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem Team, aber es wird schon irgendwie gut gehen. Und dann melde ich mich wieder, sobald ich es fertig habe. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Das Team ist heute in die 6 Nationen und 4 Ligen. Ich bin eigentlich doch ganz zufrieden. Sind 2 Links wasted und zwar bei David Luiz und bei Umtiti. Ansonsten no Links wasted. Ich habe jetzt Totti in den Sturm gestellt. Natürlich nie Ibarbo. Ich wollte zwar eigentlich einen Forster-Skiller haben, aber so nehme ich den 5-Star Weakfoot. Das ist auch ganz gut. Und natürlich noch eine Legende in dem Team jetzt mit drin. Jetzt funktioniert plötzlich wieder. Okay, 2 Lampen. Also die eine flackert gerade die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen blöd, aber jetzt habe ich nicht mehr den Heiligenschein von da hinten. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht die ganze Zeit flackert, sondern sich entscheidet. Dann habt ihr halt eventuell ein bisschen weniger Beleuchtung. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Normalerweise nehme ich auch gerne am Tag auf. Allerdings würde es halt meistens erst gegen Abend, was ich so erstmal ein Gegner. Und bis gleich. Jetzt setze ich wieder aus. Toll.
Der gewünschte Gegner wurde ermittelt. EA Tifoto. Ein französisch, wollte ich gerade sagen, aber es ist kein französisches Team, sondern ein portugiesisches, auch nicht, ein russisches Team. Mit Akinfe, Boketti, Büttner, Douglas. Warum hier auf der anderen Seite? Wegen dem Strongling. Naja, egal. Fernandes, Witzel, Hulk, Boussoufa, Dani, Dumbia und Rondon. Das könnte sehr schwer werden, aber es ist nicht zu stark. Also es ist möglich, hier was zu reißen. Schauen wir mal, wie das Ganze laufen wird. Auf Sieg spielen wir hier. Auf Sieg. Sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ich bin gerade fassungslos, dass er ihn einfach wegschubsen darf. Nicht, dass er es gemacht hat, okay, aber dass er es darf, dass es nicht irgendwie abgepfiffen wird oder sowas. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, aber gut. Matuidi, Ball auf Totti, abseits. Abseits, abseits, abseits. Schade. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ah, Callejon mit der ersten Chance, gar nicht mal so schlecht. Also es gab schon eine für Rondon, aber die war am Anfang der Partie und da habe ich überhaupt nicht aufgepasst, weil ich links von mir einen Film geguckt habe, dummerweise. David Luiz als zentral-defensiver Mittelfeldspieler wäre übrigens viel geiler gewesen, weil der hat so viel Qualität nach vorne, der hat so gute Offensivwerte und die kann halt aber einfach als Innenverteidiger sehr selten mal zeigen, was ein bisschen blöd ist. Man könnte jetzt natürlich einen Sechser wählen, den man in den Innenverteidiger stellen könnte und dann David Luiz einfach mal nach vorne verschieben. Also in-game die Position tauschen, aber das ist halt auch immer wieder ein bisschen aufwendig. Jetzt setzt er sich hier mal durch, macht das gut. Eventuell schießt er jetzt das Tor, das wäre ein Traum. Aber der Abschluss ist halt nicht seins. Wir haben Hesse, wir haben Hamžík. Hamžík macht das 1-0, jawohl, das ist doch richtig gut gewesen. Ein schöner Run von Hesse, genau das, was er kann. Und Hamžík freigespielt und der hat halt einen guten Abschluss, er hat einen allgemein guten Schuss, ist ein geiler Spieler und macht hier ohne Probleme das 1-0. Wunderbares Tor, natürlich ein bisschen schlecht verteidigt da vom Keeper, aber Akinfe ist halt in FIFA kacke. Und in der Realität auch nicht der allerbeste und somit steht 1-0. Und Totti hat gleich mal wieder den Ball erobert hier, aber das ist zu langsam, das kann ich jetzt schon mal sagen, ja. Nein! Das war... Ich habe komplett abgeschaltet. Das ist wieder so lächerlich, ne? Och, Mann, oh, bitte nicht. Das wäre jetzt echt scheiße. Okay, das ist ein Tor. Ja, weil Hulk schießt. Wobei, Mitte oder rechts? Ja, jetzt hat er sich sehr viel Zeit gelassen. Vielleicht verschießt er automatisch. Ja, jetzt hat er sich ja hingeportet. Scheiße. Rechts, rechts, rechts. Mitte rechts. Scheiße. Unverdient. Also nicht unverdient, aber das Tor war jetzt scheiße trotzdem. Schön gemacht von Hamžík. Schön in den 16er gegangen. Jetzt noch der Schuss, aber der kommt nicht. Ich überlege gerade, ob ich eventuell mal was ausprobiere und David Luiz in den Sturm stelle. Dann würde ich Totti als 10er spielen und Hamžík als Zentralen. Da ist David Luiz, aber der kommt nicht an den Ball ran. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Da hatte ich keine Kopfballgefahr und natürlich auch den Luiz-Faktor. Ja, der soll ja treffen im Idealfall. Soll ja seine Offensivqualitäten zeigen. Jetzt erstmal Hulk aufhalten hier. Oh ja, ich wusste genau, was er tut. Ich kann ihn nicht aufhalten. Dann kommt Luiz, das hier. Und der Schiedsrichter entscheidet. Lächerliche Fouls wieder hier, aber gut. David Luiz. Da ist David Luiz, da ist David Luiz. Geht in den 16er, muss ihn machen. Trifft den Pfosten. Wieder David Luiz auf dem Weg zum Tor. 80. Minute. Diesmal macht er rein. Diesmal zeigt er seine Eiskälte. Eiseskälte, nicht Eiskälte vor dem Tor. Die Eiseskälte. Aber so macht das Spaß. Ich liebe ja Luiz. Ne? Und wenn er trifft, ist es schön. Ich glaube, ich muss echt mal ein Team mit dem bauen, wo der irgendwie als Stürmer fungieren kann. Beziehungsweise wo ich den irgendwie so wechseln kann. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Oder mal als Zehner zumindest. Oder als, zumindest als Sechser. Ich glaube, das wäre echt gut. Brauche ich halt einen sehr, sehr großen Sechser. Einfach, ne? Also, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Totti. Schade. Ich brauche dazu einfach echt nichts mehr sagen. Das ist das zweite lächerliche Gegentor, was ich in dieser Episode wieder bekomme. Es ist bei den 7 Minute Squads einfach so. Ich kann es mir echt nicht anders erklären. Es ist nur bei den 7 Minute Squads so. Normalerweise würde ich irgendwie ausgepaced oder so am Torwart vorbeigepaced, aber einmal in den 7 Minute Squads wäre ich einfach. Oh, passiert einfach sowas die ganze Zeit immer. Das ist echt nervig. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber kannst halt nichts gegen machen. So, komm nochmal auf David Luiz. Nochmal in der Mitte. Das hätte auch mal Elfmeter geben können, ne? Vorhin gab es für so eine Scheiße Elfmeter, aber es kann ja nur Luiz fahren, ist ja ganz klar.
Und dann zerrt er sich in... Oh Mann, Alter, so eine Scheiße kann echt wieder nur mir passieren, ne? Das ist echt auffällig. Nur in den 7-Minute-Squads. Übrigens ist es scheiße, dass man kein Unentschieden mehr spielen kann. Das ist aber nervig. Mann, ey. Warum muss der sich genau in dem Moment zerren? Luis, nach vorne, bitte. Dankeschön. Er schiebt sich da im Weg. Ich glaube, ich ticke. So, komm. Luis, David Luis, das Monster vor dem Tor. Echt ein geiler Typ. Ich will mal wissen, wie viel Abschluss der hat gerade. 64. Ey, das ist fast so viel wie Babo, Alter. Es läuft auf jeden Fall. Das macht übelst Bock. Ich muss das echt öfter machen. Das macht richtig Spaß. Das dritte beschissene Tor in einer Partie. Das ist echt unfassbar. Ey, ich glaube es nicht mehr. Ich meine, ganz ehrlich, wie kann man so schlecht... Oh. Luis Hattrick. Jawohl. So muss das sein. Direkt wieder die Antwort. Perfekt. Der Typ ist echt geil. Das macht echt Spaß mit dem vorne drin. Hammer. Vom der Abschluss ist echt nicht schlecht. Ach, ich liebe Totti einfach, ne? Das wäre so ein geiles Tor gewesen mal wieder. Aber es ist die letzte Szene der Partie. Von daher haben wir gewonnen tatsächlich noch dieses Spiel, wie auch immer ich das gemacht habe. Gegen diesen sehr, sehr schwierigen Gegner auf jeden Fall. Aber im Endeffekt ist ein Sieg ein Sieg. David Luiz mit einem Hattrick, wie sie das gehört. Und ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie könnt ihr euch dafür bedanken, dass ich dieses Video produziert habe? Wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber sagen wir es einfach mal so. Ja, mit dem Daumen nach oben. Wäre sehr, sehr schön. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich alle beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.